Nun seht euch diese langen Schädel an. Leute sehen sich das an und sagen direkt, das wurde schon debunked. Es kommt durch Wickeln des Schädels. Diese Schädel wurden nicht durch Wicklungen geformt. Es sind keine menschlichen Schädel. Leute sagen, DNA-Tests wurden gemacht, sie sind menschlich. Die DNA-Tests zeigen, dass sie teilweise menschlich sind. Ich sage nicht, dass das Anunnaki-Schädel sind. Ich denke, dass dies die Schädel der Halbgötter sind. Ich glaube, dass die Anunnaki ihre Leute alle eingesammelt haben und selbst wenn sie gestorben sind, dann hinterlassen sie sie hier sicher nicht. Aber ich schätze, das sind Hybride zwischen den Erschaffern und deren Schöpfung. Das Kreuzen war verboten, aber sie taten es trotzdem. Die Söhne der Götter, die sich die menschlichen Frauen nahmen. Wenn wir uns diese Schädel ansehen, sehen wir, dass sie nur eine Parietalplatte haben. Alle Menschen haben zwei. Diese Wesen wurden mit diesem außergewöhnlichen Detail geboren. Lasst uns ein paar davon ansehen und ich sage euch noch was dazu, warum das nicht durch Wicklungen kommen kann. Zweitens, sie sind deutlich größer, das Kranium kann bis zu 300 bis 400 Kubikzentimeter mehr Hirnmasse beherbergen als Menschen. Eine Schädelform durch Wicklung zu ändern, verändert nicht sein Volumen. Es drückt den Schädel zusammen, aber man kann nicht erreichen, dass er mehr Gehirnmasse enthält. Diese Schädel haben mehr als 30% mehr Hirnmasse. Über ein Drittel mehr als ein menschliches Gehirn an Volumen. Anthropologen, Archäologen und traditionelle Akademiker debunken all das in der lächerlichsten Art und Weise, weil sie alles sagen werden, damit die Leute sich damit nicht beschäftigen. Sie wollen, dass das Geheime geheim bleibt. Sie wollen, dass es geheim bleibt, weil die beste Art, jemanden zu kontrollieren, ist, ihn von seiner Geschichte abzuschneiden. Wenn man Leute ihrer wahren Geschichte beraubt, dann besitzt man sie. Und genau das wollen sie. Seht euch die Höhe an. Das bekommt man nicht mit Schädelwicklung hin. Ganz egal, wie sehr man wickelt. Da, noch einer davon, aber der hat zwei Parietalplatten, glaube ich. Das macht ihn noch ungewöhnlicher. Hier sieht man den Unterschied in den Knochenplatten zum menschlichen Schädel. Ich habe noch ein Bild von einem Hinterkopf, nicht von dem hier, aber da sieht man die Unterschiede sehr gut. Let me move forward again. Hier sieht man, dass es ein Knochen ist, der ganz bis nach oben geht und komplett herum. Hier ein riesiger, viel größer als ein menschlicher Schädel. Manche mit intakten Haaren. Hier ist ein Vergleich. Das ist ein normaler menschlicher Schädel und einer von denen. Leute sagen, dass es durch Kopfwicklung gemacht wird. So sieht ein Schädel aus, der gewickelt wurde. Das ist auch ein Beispiel. Und das hier ist ein extremes Beispiel der Wicklung. Man bekommt es hin, dass es so aussieht, aber man kann dadurch das Volumen der Hirnkammer nicht vergrößern. Schädelwicklung ist eine Art, wie man Schädeldeformation erreichen kann, und es kann einige gefundene lange Schädel erklären. Aber viele andere scheinen andere Anomalien zu sein, da sie nur eine Parietalplatte haben und einen herzförmigen Huggel auf dem Hinterkopf, was nicht durch Schädelwicklung erreicht werden kann. Ich meine, das, was einige damals und heute mit Schädelwicklungen tun, ist das Aussehen der Götter nachzuahmen. Sie versuchen nachzuahmen, so auszusehen wie die Götter und Halbgötter. Ich denke, dass Beschneidungen ebenfalls das versuchen. Beschneidungen emulieren das Aussehen der Penisse der, in Anführungsstrichen, Götter.
A ist ein normaler menschlicher Kopf. B ist ein extremes Beispiel von Schädelwicklung. Diese Schädel haben alle eine ähnliche Ausrichtung, unten das Gesicht, oben der Hinterkopf. Hier sieht man die beiden Parietalplatten. Hier sieht man den Übergang von der Frontalplatte zu den Parietalplatten und die Verbindung zwischen den Knochenplatten. Hier fehlt die Verbindung. Es ist alles ein Knochen. Das ist ein Bild von oben. Hier ist die Vorderseite des Kopfes. Das ist der verlängerte Hinterkopf. Nur eine Verbindung von Frontalknochen zum hinteren. Was immer das ist kein normaler menschlicher Schädel. Nun seht es euch nochmals an, wie diese Wesen dargestellt wurden. Wir haben ein paar Schädel gesehen und so wurden sie dargestellt. Immer mit dem Hut, um den langen Schädel zu kaschieren. Hier wieder. Und wieder. Auf all den Bildern. Ein langer Schädel in einem Königshaus. Die Könige haben diese Langschädel. Nicht die normale Bevölkerung. Die Könige. Hier Akhenaten. Enki. Wieder Akhenaten. Hier sind ein paar weibliche Königskinder. Ich glaube, es war Akhenatens Tochter. Seht euch den Vergleich an. Okay, so